was gegen Fix. Psst, Mama, psst. Mama, du bist peinlich, nicht in Aufnahme. Mama. Das ging mir früher auch so. Oh Leute, das war früher so schön. Ah Gott, da musste man immer alles rausschneiden. Wenn man mit der Mutter konfrontiert wurde, das war toll. Und Ecki nur so. Besser kann Ecki, glaube ich, nicht mehr. Boah, man, Caro, sollen wir Cheaty? Ja, wenn wir keine Findi. Sollen wir dann echt Cheaty? Da müssen wir Cheaty. Vielleicht müssen wir dann auch auf die Ohi-Insel fahren. Ja. Ja. Cheaty. Okay, sollen wir. Ah, Gott! Ah, Caro, Hilfe! Bring die doch erstmal in Sicherheit, bevor du hier Cheaty. Ich cheate doch gar nicht! Er hat eine Karotte getroppt. Das ist ein Fan. Au. Das Caro, Hilfe! Du musst ihn da töten, das Skelett. Wo denn? Schnell! Wo? Ach, da unter dem Baum. Au! Ich hab nur mal 1,5 Herzen. Oh. Nein! Nein! Caro, komm schnell her! Caro, komm schnell her! Caro, du bist. Da war ein Zombie in meinem Film. Okay. Mm. Machst du jetzt Dingsy? Ja, dafür gehen wir aber wieder zurück. Okay, willst du eine Farm machen? Nein. Vorne oder weiter? Ich wüsste nicht, wie ich ich nehme mir jetzt einfach was aus dem Kreativinventar, würde ich sagen. Okay. Und zwar genau 5 Slime Balls. Balls. Game Mode 1. Wir wollen das Projekt ja schließlich nicht unnötigerweise in die Länge ziehen. Oh, vielleicht auch 6 Slime Balls. Alles gut. Hab's dann mitgebracht. Sehr gut. Okay, und daraus können wir jetzt ausnahmsweise mal Sticky Pistons machen. Und mit den Sticky Pistons können wir quasi jetzt erstmal alles einzeln steuern, was da hinten bei meinem Kreuz abgeht. Ecki. Ja. Guck mal. Ist es irgendwie Pflicht, mit Ecki leise zu reden? Ja, cool. Ja. Ja, ist es. Plötzlich sind unsere Gäste so ultra leise. Sind überhaupt nur welche da? Eine ist AFK. Oh, okay. Der andere ist getimed, oder nicht? Nee. Ich bin noch da. Okay. Ja. Nur die Katze ist AFK. Die Katze. Die Katze. Sie. Also 2 Kilo haben wir jetzt fertig. Ich denke, dann können wir uns jetzt ums Theater kümmern. 2 Kilo reichen. Bin wieder da. Ja, hallo. Einmal Ameisen im Schneegestöber und einmal Ameisen im Schneegestöber. Jetzt machen wir einen Comic. Reicht doch. Nee. Oh. Ecki, lach dich aus, Caro. Ja. Warum bin ich gestorben? Caro? Ja, Creeper. Hast du einen Boom gemacht? Er hat Boom gemacht in meinem Gesicht. Oh. Du hast den Teppich weggesprengt. Aber Creeper. Das ist keine Entschuldigung, Caro. Creeper. Leute, ich darf nur noch. Oh lol, was geht denn jetzt ab? Und dann muss ich weg. Okay. Das schaffen wir. Jenny. Ist das Ding jetzt an? Oh. Ja, warte mal, jetzt ich ist es Tag. Ich war vorsichtig, ich hab noch nicht. So, das heißt, es. Oh. Stimmt nicht so. Das heißt, ich muss jetzt alles umdrehen. Also müssen wir jetzt umdrehen. Eine ganz besondere Oder machst du hier Jenny? Wohin? Nee, das sieht auch nicht gut aus, oder? Ich wollte die Treppe dann jetzt nach außen verlagern und machen mit Glas oder so. Oh. Ich glaube, du musst ihm Beschäftigung geben. Ja, ich bin hier gerade auch bei Elektrik. Ja, geht mal ins Nether. Ja, warte genau, auf mich. Geh mal ins Nether. Warte auf mich. Okay, und wenn das Ding jetzt. Okay. Was ist das?
Ja gut. Was ist das? Plums. Klo. Plums Klo. So, wir müssen jetzt hier an der Schatelle... Von hier kommt das Ding so. Okay, das geht jetzt hier so. Und da so. Und wenn das dann... ausgeht, muss hier eins angehen, glaube ich. Hört sich das logisch an, Leute? Nö. Oh. Es hört sich alles logisch an, was ich sage. Immer. Nö. Nee. Danny, soll ich Glas machen? Ja. Immer Glas. Hui. Dann Alter, das ist eine riesige Schaltung für das bisschen, was ich hier vorhab. Ups. So, das hier, so. Jenny? Rocky? Hast du noch ein paar Repettes? 4. Das reicht, hoffe ich. Musst du hier hinkommen? Ja, ich komme gleich. Ich denke, ich weiß, dass man hier das definitiv bestimmt kürzer lösen kann, Freunde. Aber meine Logik lässt das gerade nicht zu. Ich bin wieder da. Du kommst, Baby. Babysel. Okay. Okay, ich komme jetzt wieder runter. Wo ist denn Jenny? Da oben ist Jenny, ich habe sie gerade gesehen. Wie kommt man denn da hoch? Hier. Hallo. Hi. Du bist gar nicht da, Caro. Ich sag gern Hallo. Ich merk schon. Okay. Mhm. Wir haben ja noch gar keine Sanitäranlagen. Was hältst du davon? Wenn wir hier oben halt quasi jetzt Sanitäranlagen machen und dass wir dann ein Stückchen weiter dann quasi innen drin weiter den Aufgang machen in die Krone, wo dann halt das Theater hinkommen wird. Mhm. Okay. Miau. Magst du vielleicht die Sanitäranlagen machen oder hast du gerade was zu tun? Mach ich. Okay. Also hier so. Ja, links und rechts sind okay, halt. Also eins für die Signal. Damen, eins für die Herren. Dann kannst du dir quasi den kompletten Platz hier auf der Etage mehr oder weniger. Okay. Oh, guck mal hier. Und ich mache hier eins für Aliens. Treppe. Für Aliens? Ja. Also kommt Rock, so oft kommt Rock hier aber jetzt auch nicht vorbei. Oh! Das stimmt. Der kann auch runterpieseln. Das habe ich gehört, Leute. Ja, wissen wir. So, und wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe, funktioniert das hier sogar. Nee, hä? Warte mal, irgendwas ist hier gerade falsch. Ich glaube, ich muss die Schlange erstmal unterbrechen. Geht nicht, warum geht es nicht? Wo wird es schon wieder angezündet? Wie hoch brauchst du? 3? Ja. Okay. Warte mal, das geht ja so hier. Okay, warte mal. Alter, voll schwierig, ey.
Nee. Also der Plan ist, dass ich dieses Ding wirklich nur tagsüber zum Blinken bringe. Aber ich merke gerade, dass das richtig kacke ist. Nur tagsüber? Ah, ich höre das schon. Nee, nur nachts meine ich. Hm. Weil das ja quasi dauerhaft blinkt, weißt du? Mhm. Ich kann mal gucken. Jetzt bin ich nur gerade übel verwirrt. Von meinem Life. Wo bist denn du gerade? Ja. Wo bist denn da hingekommen? Oh, ich glaube, ich habe den Fehler. Warte mal, so. Ja, ist ein bisschen schwierig, hier hochzukommen. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist alles gut. Okay, da muss ich jetzt noch so. Zack. So, wenn ich jetzt hier so und dann das da so. Verstehst du, was ich vorhab, Jenny? Also, pass auf. Hier ist der Tageslichtsensor, ne? Ja. Der Tageslichtsensor leuchtet momentan, wenn es Tag ist. Ja. Das heißt, es stimmt alles momentan so, wie es ist. Das Ding da vorne ist nämlich aus. Ja. So, wenn es jetzt Nacht wird, geht dieser Tageslichtsensor aus. Ja. Das wäre ja gleichzusetzen mit, es geht kein Signal durch. Das heißt, es kommt... Dann geht der erste hier was raus, hier kommt was raus und da kommt was raus. Ich merke gerade, dass ich das nochmal umkehren muss. Ja. Das ist voll schwierig gerade, das confused mich gerade so ein bisschen. Sollen wir einfach mal Nacht setzen? Dann muss ja quasi, nee, warte mal, da muss ja quasi dieser Weg hier, muss ja dann... an sein. Nee, das war schon richtig, so was ich jetzt gerade gemacht habe. Du weißt aber, dass du irgendwo eine Stromquelle einbauen musst, ne? Wie eine Stromquelle? Ja, wenn der hier ausgeht, dann bringt der keinen Strom mehr. Ja, genau. Wenn der hier ausgeht, dann bringt er keinen Strom mehr. Dann fährt der Pisten hier ein und die Stromquelle fängt an. Warum leuchtet der jetzt auch? Habe ich jetzt wieder überall Strom drauf? Dann fährt... Warum ist denn das jetzt so? Ich verstehe das gerade nicht. Kann mir einer erklären, was hier unten passiert ist? Keine Ahnung. Hä, der Pisten da hinten fährt der gar nicht mehr ein und nicht mehr aus. Ist hier jetzt irgendwas kaputt gegangen? Ach, guck mal, hier fehlt ein Repeater. Hä? Hast du jetzt irgendwas gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Okay, pass auf. Ist jetzt gerade Nacht geworden? Ja, jetzt ist gerade Nacht. Okay. So, das heißt... Das Ding hier... Müsste normalerweise ausgehen. Ja, der Sensor ist aber noch an, oder nicht? Jetzt ist er aus. Oh, nicht. Kann ich bei dem Sensor irgendwie sehen, ob er an oder aus ist? Nee. Jetzt ist er, glaube ich, aus, oder? Ja, dann muss er mich draufstellen. Ja, müsste jetzt aus sein. Ich mach mal kurz Time Day. Time Day. Was verändert sich denn jetzt?